Donnerstagabend, 20. August, 19:30 Uhr. Wir haben wieder einen Live-Chat und heute haben wir einen ganz, ganz tollen Gesprächspartner zu Gast, nämlich den Andreas Preuß, Was für ein den Gespräch? Manager der von Deutschlands erfolgreichstem Club Borussia Düsseldorf. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis der Andreas sich zuschaltet. Und wir warten auf Borussia Düsseldorf. Hallo und guten Abend, Andreas Preuß, grüße dich. Ja, hallo Sebastian, hat doch noch geklappt. Ich bin jetzt in 6 Sekunden zu Hause. Okay, wollen wir noch? Solange du bist im Bus unterwegs. Ja, ich. Jetzt hätten wir gerne eine Verbindung. Aber das ist halt live, das kann immer mal passieren. Wir hoffen, dass in Düsseldorf das Glasfaserkabel schon da ist und dass der Andreas gleich. Du bist zu Hause. Ja, ich müsste zu Hause Wireless LAN haben. Sekunde mal eben. Okay. Ja. Die Zeit nehmen wir uns. Eigentlich kommen jetzt, besser kommen. Ja, da bin ich. Hast du mich? Da bist du. Wunderbar. Willst du dich noch hinsetzen oder willst du stehen bleiben? Ich bin Kummer gewohnt. Nee, sportlich. Ich kann auch gehen. Alles gut. Bist du immer noch sportlich? Ja, ich bin, ja, ich bin bald 60, du. Du musst aufpassen. Muss dranbleiben. Na, na, noch nicht ganz, ne? Also, mir fehlen noch ein paar Jährchen. Zwei. Naja, haben wir das auch schon Naja, geklärt. die Zeit vergeht. Ja, ja, Andreas, ja. erstmal vielen, vielen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist, dass wir dich Ja, gerne. heute hier am Start haben. Und es sind ein paar Gerne. spannende, interessante Fragen reingekommen, die wir hoffentlich alle abarbeiten können. Es geht einmal Ja. A um deine Person, um deine sportliche Tätigkeit als Manager von Borussia Düsseldorf, um deine aktive Zeit als Spieler. Da wollten auch ganz viele was wissen. Du warst ja auch ein sehr erfolgreicher Spieler, auch wenn du es Ja. nicht gerne erzählst, aber es war ja so. Und dann haben wir noch ja, die Themen, die halt momentan alle bewegen, Corona, deine Borussia. Und vor allem, wie geht es weiter im Tischtennis? Geht es weiter? Der Spielplan ist raus. Also viele spannende Fragen, die wir versuchen in 30 Minuten zu klären. Bevor wir aber da anfangen, würde ich dich gerne auf eine kleine Zeitreise mitnehmen. Und jetzt will ich mal gucken, wie mit fast 60 Jahren dein Gedächtnis noch ist. Wir schreiben den 24. März 1991. Was sagt dir das Datum? Europapokale Landesmeister, Philippshalle, Sensationell. Düsseldorf gegen Levallois 5-0. Sensationell. Eins, jetzt kann ich mich auch outen. Also, ich bin einer, weißt du ja selber, ein großer Borussia Düsseldorf-Fan. War selber in der Philippshalle. Ihr wart das erste Mal, glaube ich, da in der Philippshalle. Ja, wir hatten unglücklich knapp 5-1, aber doch deutlich verloren. Aber als wir in Paris verloren und ich dann zum Hotel vorfuhr, da waren Rossi und Speedy oben am Fenster und schrien aus dem Fenster noch, ist Polen nicht verloren. Und eine Woche später haben wir es gedreht mit vielen. Wir haben, glaube ich, Liang Jilian als Trainingspartner einfliegen lassen, haben ein paar Tage vorher den Boden verlegt und uns wirklich akribisch vorbereitet. Dann sind viele Dinge zusammengekommen, ein paar knappe Spiele, aber wir haben wirklich 5-0 gewonnen. In der Tat, also ein absolutes Highlight wahrscheinlich in dieser langen, langen, langen Erfolgsgeschichte der Borussia. Würdest du das auch so sehen? Ja, also auf jeden Fall Top 10, vielleicht auch Top 5. Das war natürlich eine Hochzeit. Rossi, Speedy waren Weltmeister geworden. Rossi war kurz vor seinem Einzeltitel Europameisterschaft. 92 bei Olympia haben die Silber geholt. Das war eine große Zeit. Die beiden Jungen waren natürlich jung, unverbraucht, frisch, frech. Cabrera hatten waren wirklich auch einen richtigen Wilden dann noch zusätzlich in der Mannschaft. Der damals Gatien, der nicht lange danach Weltmeister wurde, Olympia-Zweiter, den hat er wirklich zerlegt in einem Spiel, weil er top vorbereitet war. Es war unglaublich. Also rein so von der Atmosphäre habe ich selten so ein Spiel erlebt, weil ab 2-0 hatte ich das Gefühl, anderthalb Stunden haben die Leute durchgeklatscht und durchgetrommelt.
Stimmt, war so. Ja, es hörte gar nicht auf. Die Leute haben getrommelt und dann kam immer wieder: We will rock you, we will rock you. Und dann brach er die Tribüne zusammen. Und wir haben waren die Levallois mit Gatien, mit Lo Chen-Sung, glaube ich, Mama Saint, hatte eine Top-Mannschaft, einen unangenehmen Spieler mit Lo Chen-Sung. Ich habe mir das neulich mal in der Corona-Zeit nochmal so ein bisschen geguckt und dann lief das im ZDF, dieses Ja, Spiel, genau. angeguckt. Ist wirklich sehenswert, also was da los war. Wahnsinn. In der Tat, da Sturm und Drangzeit damals von euch und du schon an der Bande mit gewesen, ne? Du warst schon. Ähnlich grau wie heute. Ich glaube, ich hatte lange Mähne. Das ist ja auch total. Ich meine, Wilfried Micke, Bernd Stemmler, zwei, die leben gar nicht mehr. Wenn ich das überlegt, Wilfried war damals der Boss. Wer da auch auf der Bank saß, heute auch unser heutiger Präsident, Marcel Piwulinski, war dann so ein Milchbubi. Dr. Wienke war noch jung. Auf der Bank saßen irgendwie 18 Leute oder 20 Leute gefühlt. Es war irgendwie unglaublich. Joe fing damals, Joe Pörsch, war gerade bei uns. Ich glaube, in den Tagen ist auch einer deiner vielen Söhne geboren. Und ja, war ganz frisch eigentlich bei uns. Auch wir erzählen da heute noch von. Davon vor mir. Kann ich mir vorstellen. Du hast gerade Wilfried Micke angesprochen. Den hast du ja im Prinzip als Manager recht jung beerbt, richtig? Ja, er hat sich beerben lassen. Er hat mir die Möglichkeit gegeben. Im Grunde genommen, so war er mein Vater, Förderer, der mir eine Chance gegeben hat. Das hätten auch andere machen können, aber er hat mir dann vertraut. Gut, ich habe mich schon während des Studiums und während meiner spielerischen Zeit in Düsseldorf da extrem engagiert. Aber er hat mir das Vertrauen gegeben, geschenkt und ja, viele, viele Jahre waren wir auch, nachdem er aufgehört hat, auch sehr, sehr eng und befreundet. Aber er hat mir eigentlich, er war die Basis, ja. Du bist relativ jung reingeworfen worden. Der Vergleich mit Uli Hoeneß, hörst du den gerne? Magst du den? Ah, tut nicht weh. Also ich bin dem Uli Hoeneß zwei, dreimal begegnet. Ich habe riesen Respekt vor ihm, trotz seiner ja auch Schattenseite. Er hat da sicherlich einiges durchgemacht, aber zieh den Hut vor dem, was er geleistet hat für den Sport, für Bayern, für den deutschen Fußball. Meine Begegnungen waren immer ganz cool mit ihm. Es hat meinen Respekt nur noch steigen lassen und von daher ist es positiv. Ich meine, setze mich davon ab, dass ich noch nicht im Gefängnis war. Noch Kleiner nicht, Spaß. ne? Okay. Schlimm genug, aber ich würde mich da nicht auf diese Tour heben. Fußball ist alles nochmal eine Null dran oder zwei Nullen. Alles nochmal ein Tick größer, wesentlich bei Öffentlichkeit. Wenn der Uli Hoeneß jetzt bei Instagram mit irgendwie live gehen würde, da wäre ein bisschen mehr los im Netz. Und wenn der irgendwie was raushaut, schreibt es nächstes Mal die Bild-Zeitung. Ne? Wenn ich was raushaue, dann bin ich froh, wenn die Rheinische Post in Düsseldorf was schreibt. Ne? Schon ein Unterschied. Man muss auch wissen, wo man steht. Ich bin froh, dass ich das mache, was ich mache. Da bin ich stolz drauf und das mache ich jeden Tag und glaube ich gerne. Und er hat das, glaube ich, auch. Oder das, was er macht, macht er bis heute auch gerne. Ja. Aber du denkst noch nicht ans Aufhören. Nee, ich bin ja blutjung. Ich meine, ich habe jetzt so viel, ich habe selber nur ein paar Kinder, jüngst ist 10. Und wenn du dann so viele Mädchen hast, dann wird dir ja schwindelig. Da kannst du ja gar nicht aufhören. Er ist ja erst auf, wenn du umfällst. Okay, dann hoffen wir, dass du das noch lange, Noch lange stehe ich. weitermachst. Ich habe mich jetzt Noch gerade hingesetzt, aber noch stehe ich ja. Also von daher, ist es. nee, ich meine, das, was ich tue, das mache ich auch mit viel Leidenschaft, und unglaublich viel Freude. Und ich würde das nie, ich habe das nie so richtig als Arbeit gesehen. Das ist, ja, irgendwie ist man immer im Dienst und immer irgendwie am was machen. Aber es ist eben klassisch Arbeit irgendwie nicht, weil es ist auch viel Freude, Leidenschaft und es ist genau das, was ich immer machen wollte. Ich glaube auch, was mir liegt irgendwo. Das heißt ja nicht, dass ich alles gut mache, aber das, was ich dann mache, mache ich mit viel Freude. Und dann kann man das auch sehr lange machen. Du hast dann auch Mario Amesic als Trainer, ja, ich sage jetzt mal, beerbt. Jetzt hilf mir weiter. 99? Ja, 99. Warst du da eine Doppelfunktion, Manager-Trainer? Ja, ich hatte dann war ich offiziell, ich meine, bei uns wird der Manager gewählt, heute bestimmt durch den geschäftsführenden Vorstand. Von daher bin ich das qua Amt, aber habe natürlich damals auch bis heute auch in gewisser Weise eine Aufgabenteilung mit Joe Pörsch, der bei uns Geschäftsführer ist und der hat natürlich damals dann organisatorisch ein bisschen mehr gemacht, weil ich ja dann auch jeden Tag 5 Stunden in der Halle war. Das habe ich jetzt nicht alles alleine gemacht, aber vielleicht die Hauptverantwortung für die Mannschaft, für die Spielerverpflichtungen und so weiter, die hatte ich, ist dann doch ein Tick bei mir geblieben und es war dann doch ein Tick auf den Doppelgänger, ja.
Du warst dann 2004 Trainer des Jahres sogar? Ja, irgendwann dann 2003 oder 2004. Ja, ich hatte das große Glück. Ich meine, ich habe ja die Zeit eigentlich des Übergangs gestaltet. Es war damals, es waren verschiedene Motivationen. A, Mari war sehr lange bei uns. Das hatte Ermüdungserscheinungen, die wir beide sahen, die vielleicht auch die Spieler sahen. Dann war es aber die Zeit des Übergangs. Rostkopf, Samsonov, Matsushita auch ging in dem Jahr danach. Wir holten zwei Titel. Das war mein erstes Trainerjahr. Ich war ja jetzt aneinander dran bei Mario. Das war jetzt auch nicht mein Verdienst. Im Grunde genommen hat ja Mario, Rossi und auch Vladi so weit entwickelt. Wir haben dann zwei Titel gewonnen, aber danach sind die Spieler, das war auch früh klar, als ich dann übernahm, mehr oder minder schon, so deutet sich das fast an, sind gegangen. Das war die Zeit des Übergangs. Wir hatten viel weniger Geld. Opel, das wussten wir, scheidet perspektivisch als Hauptsponsor aus und fehlte eine Menge Geld. Und von daher war es auch so ein bisschen aus der Not eine Tugend machen. Klar, ich war ausgebildeter Trainer, ich war ja jahrelang auch ganz nah dran bei Mario, habe ja jedes Spiel mit ihm oft mitgecoacht. Wir spielen ja noch an zwei Tischen, in den gesamten 90er Jahren. Von daher habe ich viele Jahre ja auch gecoacht mit ihm zusammen. Aber wir müssten fast auch den Trainer einsparen. Das war dann halt eben auch eine Zeit des Übergangs. Und dann hatte ich das Glück, dass ich mit einer ganz jungen Mannschaft, das war so eine der jüngsten Mannschaften in der Bundesliga, die wir jemals hatten, mit der Boy Group, waren wir in der Saison 2000, also wurden wir 2003 dann deutscher Meister. Wir waren nach dem fünften Spieltag Tabellenletzter, an 1 zu 9 Punkte, glaube ich, und wir lagen 5-1 zurück gegen Frickenhausen. Liefen da Gefahr, dann das Spiel auch noch zu verlieren. Und dann haben wir danach flogen die, das 5-5, flogen die Fetzen in der Kabine danach. Ich war, wie gesagt, der Erfolgstrainer, der, ja, also, davor die zwei Titel gewonnen hatte mit der Mannschaft, bla 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 und so weiter. Dann haben wir die Doppel umgestellt, die Mannschaft hat sich, ja, hat sich entwickelt. Wir hatten junge Leute, die sich entwickelt haben und haben dann am Ende des Jahres den Titel geholt. Einen Gönnern geschlagen, im Rückspiel, glaube ich, 6-0 mit Boll. Also das war wirklich eine irre Meisterschaft. Das war auch ein absolutes Highlight, das ging in die Kategorie Levallois, weil es mit einer ganz jungen Truppe war, im Kern auch einer deutschen Truppe. Und weil wir so eine irre Saison hatten, vom Tabellenletzten zur Meisterschaft rein. Sehr, sehr selten, aber Glückwunsch nochmal. Du hast den Namen gerade genannt, Timo Boll. Du hast ihn verpflichtet, richtig? Ja, auch nicht ich alleine, man verpflichtet den nicht alleine, Nee, ist richtig, sicherlich hat man aber Hans 2007, Gethen eine große Rolle 2007. gespielt. Und die Dinge, genau, 2007, ja, die stimmt man auch ab mit anderen im Club, die auch, das sind natürlich dann einige Beteiligte, aber letztendlich in der Hauptverantwortung waren der Hans Gäb und meine Person. Das war auch leider Zeit, wir haben ja viele Jahre probiert, vorher ihn zu verpflichten, das ist dann nicht gelungen. Und das war für uns auch ein gewisses Risiko. Natürlich war Timo das Geld, was er damals forderte, war ja auch wert. Wir hatten eigentlich auch, damals war das Risiko, dass wir mit Arak und mit Metro dann auch Privatverträge gemacht haben. Die waren teilweise sogar der Borussia-Verträge, aber die waren also nicht unterschrieben, also auf seine Privatverträge. Und diese Sache dann klar zu machen, hatte ein gewisses Risiko. Wir haben uns dann noch 2 Tage bevor wir den Vertrag gemacht haben, Hans Gäb und ich gefragt, naja, packen wir das? Und im Nachhinein war es natürlich eine Jahrhundertentscheidung für den Club. Denn eigentlich ist Timo unbezahlbar bis heute. Ja, es ist wahrscheinlich, oder es ist mit Sicherheit der erfolgreichste Spieler, den wir jemals hatten. Wir hatten große Spieler, wir hatten Schöler, wir hatten Rostkopf, Bose, Douglas. Aber diese Konstanz in all den Jahren, die er gespielt hat, und er ist natürlich der Häuptling, das Gesicht des deutschen Tischtennis. Von daher war es natürlich ein Glücksgriff für uns und wir kamen damit in die neue Ära. Wahrscheinlich würdest du dir auch wünschen, dass er nochmal in Jungbrunnen fällt, ne? Nur mal so 10 Jahre jünger wird. Ja, ich gucke auch schon immer auf, ich irgendwie nicht, wenn Corona irgendwas drin ist oder sowas, dann irgendwie positiv bei ihm was bringen würde. Es ist, bitte? Instagram? Ja, meine Tochter sagt Instagram. Die staunt, dass ich Instagram benutze. Oh, sehr gut. Ja, ich bin am Telefonieren, Clara. Ich habe so einen Instagram-Teil. Jetzt mal kurz mal ein paar Minuten nicht stören. Ja, wie beim Die. Rosberg. Bitte? Ist ja wie beim Rosberg. Ja, genau. Die laufen übrigens, genau, ganz schlimm. Ja, das ist ja, ich würde mir, wir würden uns das wünschen, aber auch da kann man die Zeit natürlich nicht aufhalten. Wir sind auch deiner Zeit des Übergangs, aber machen wir uns nichts vor. Wenn es jetzt 20 Timo Bolls gäbe, dann würden wir sicherlich einen haben und einen, den wird es nie mehr geben. Und
Natürlich ist das für uns eine Herausforderung, wie kommen wir in die neue Zeit? Wie kommen wir in die Neuzeit? Das ist ein eigenes Thema. Haben wir vielleicht den nächsten Deutschen, der einige Jahre unseren Club führt, der die Dykes, wer kann den Stabwechsel vollziehen? Was kommt nach Timo? Timo hat jetzt erstmal einen Vertrag bis 2022. Ich hoffe auch, dass er das auch bis 24 noch durchhält, auch international. Das wäre mein Wunsch. Ich traue ihm das auch zu. Aber natürlich kann er diese ganze Last oder Verantwortung jetzt auch nicht mehr tragen. Wir können nicht von ihm, vor 3, 4 Jahren konnte ich von ihm erwarten, dass er 2 Punkte macht in einem wichtigen Spiel. Heute können wir das nicht erwarten, erwarten wir das auch nicht. Es ist jetzt auch nicht Jesus. Er spielt immer noch auf hohem Niveau, aber er schafft das nicht mehr jede Woche. Wie argumentierst du, weil genau gerade wie du es sagst, es erwartet jeder immer irgendwie 2 Punkte von Timo Boll. Und wenn das nicht funktioniert, was ja menschlich ist und die Liga ja auch dichter zusammengerückt ist, dann heißt es immer, Borussia ohne Boll oder wenn Boll nicht gewinnt, dann ist Borussia nichts wert. Wie argumentierst du dagegen? Wie erwiderst du so etwas? Ja, das ist natürlich nicht ganz so. Ich meine, das Spielsystem ist ein klein wenig so, es lastet auf einer Person. Und wenn jetzt Saarbrücken, wenn Franziska nicht punktet, oder wenn Calderano nicht punktet, dann haben die auch genau dieses gleiche Problem. Oder wenn Ohmburg, der Diemann, ein schlechtes Jahr hat, ne, die haben auch nicht jedes Jahr die Champions League gewonnen. Das ist ein System, was auch vielleicht erst einen absoluten Spitzenspieler fordert und fördert, ne? Aber ich kann da gar nicht gegen argumentieren. Wir sind eine Mannschaft, wir haben auch jetzt, wir haben letztes Jahr eine gute Mannschaft gehabt, auch das Jahr davor. Das ist ein Christian Karlsson, der ist auch in der Weltspitze angekommen. Natürlich muss der dann auch seinen Punkt machen in so einem Spiel oder auch mal zwei. Das muss jemand schaffen oder auch ein Ricardo Walter. In der Vergangenheit sind ein paar Dinge eben schief zusammengelaufen. Wir haben auch noch vor 2 Jahren, als das Triple gewann, da hatten wir eben Situationen, wo Timo auch nicht gepunktet hat, nicht zweimal in jedem Spiel, war auch mal im Halbfinale und dann ist der Stefan Fegerle eingesprungen. Ja, das ist schwer dagegen zu argumentieren. Die Leute haben das Niveau, aber natürlich ist die Weltspitze und ist die Spitze in der Bundesliga und das auch die Konkurrenz in der Champions League wesentlich enger beieinander gerückt. In dem 2007, 8, 9, 10, da haben wir die Wettbewerbe beherrscht nach Belieben. Habt ihr Ne, euch da waren da? wir in der Bundesliga, da war gar kein Gegner da. Da hatten wir dann Süß und wir hatten Ovcharov, wir hatten Boll, wir waren Borussia Deutschland. Das ist heute anders, es ist enger beieinander gerückt. Ja, aber gut für den Wettbewerb, ja, dass wir auch mal eine Zeit lang jetzt nichts gewonnen haben, wir kommen auch wieder. Das ist die Herausforderung ist jetzt, da wieder neu zu starten. Ich glaube, wir müssen jetzt irgendwo auch einen Perspektivwechsel haben und ich glaube auch perspektivisch, egal. Da machen wir da viele Gedanken drüber. Werden wir in der nächsten Saison, diese Saison steht unsere Mannschaft, wir haben immer auf Konstanz gesetzt, auch Wechsel vorhanden. Wie drastisch, weiß ich nicht, aber das kann ich jetzt so schon sagen. Timo Boll hat einen Vertrag, alles andere ist offen. Und das werden wir genau, wenn wir auch jeden Stein umdrehen. Ja? Denn wir wollen natürlich auch wieder zurück. Wir wollen an die Spitze, wir wollen den Titel gewinnen. Ihr habt Ja, jetzt wir 2 Jahre. brauchen einen Wechsel. Wir brauchen Leute, die in Düsseldorf sind. Wir brauchen vielleicht auch noch einen weiteren deutschen Spieler. Ja, denke ich. Ja, wir haben mit Ricardo und mit Timo zwei. Zwei brauchen wir auch mindestens, vielleicht aber auch drei, wenn wir mit 5 Leuten spielen. Ja. Ihr habt jetzt 2 Jahre mal nichts gewonnen. Ich ziehe jetzt mal wieder den Vergleich, auch wenn du ihn nicht magst. Da würde beim FC Bayern wahrscheinlich die Siebener Straße brennen. Den guten alten Staufenplatz gibt es nicht mehr in Düsseldorf, aber ihr bleibt relativ ruhig. Ja. Brennen tut bei uns jetzt auch viel im Hintergrund. Wir machen, tun, der Danny gibt wirklich sein absolutes Maximum. Die Tatsache, das wurmt uns total. Wir haben auch jedes Jahr uns versucht, nochmal neu aufzustellen durch andere Maßnahmen, durch Zum andere Beispiel, Änderungen welche von Maßnahmen? Trainern. Bitte? Zum Beispiel, welche Maßnahmen? Ja, im Training Umstellung vorzunehmen, uns anders aufs Spiel vorzubereiten, mehr Spielergespräche zu führen, mehr Teambuildingsmaßnahmen zu machen, vielleicht auch zu versuchen, mit Timo zusammen, also Timo zu besuchen, Timo einzubinden, dass er noch mehr trainieren kann. Wir haben versucht, uns im Reha-Bereich besser aufzustellen, also im physiotherapeutischen Bereich. Aber es ist halt, ne, ich meine, wir haben jetzt auch in der vergangenen Saison dann am ersten Spieltag knickt der bei Check-Open der Christian Roman Benderes. Da hat er 5 Monate mit zu tun gehabt, bis nach dem Pokalfinale. Und dann hat er wahrscheinlich, als ein bisschen besser ging, trainiert wie ein Irrer. Und dann hat er eine Entzündung im Ellbogen geholt. Das ist jetzt alles klar, Ausrede, Ausrede, bla bla bla.
ist jetzt im Sommer operiert worden. Er hat im Grunde das ganze gesamte Jahr total verletzt gespielt. Das haben wir nicht 70 Mal erzählt. Da haben wir kaum darüber gesprochen. Er hat ja dann noch viel gespielt, aber er hat mit 80% gespielt. Ja, das hat man vor der Playoff-Runde hatte Ricardo ein bisschen Pech gehabt. Der stand da nicht mehr zur Debatte. Er stand gar nicht zur Diskussion. Ja, wir hätten dann auch eine Doppel gespielt. Doppel war wegen Corona weg. Ja, dann ist auch eine Sache der Phase. Im März, zwischen Januar und März haben wir alle Spiele gewonnen. Wir haben Ochsenhausen, war letztes Spiel vor Corona, dann auch in eine Halle geschlagen. Ein paar Monate später, ne, waren wir nicht so gut im Gang. Die anderen, das war vielleicht auch ein Moment. Da sind so viele kleine Dinge zusammengekommen. Wir waren dran. Wir sind auf einem Level mit Saarbrücken, mit Ochsenhausen. Die beiden haben uns aber geschlagen und waren jetzt besser. Das hat Ja man gut, zu es akzeptieren. fehlten, gegen Ochsenhausen fehlten wahrscheinlich zwei Bälle, ne? Ich meine, die hatte 2-0 und 9-9 im fünften. Genau, das kann dann sein. Und vor ein paar Jahren, als wir drei Titel gewonnen haben, war das genau das gleiche Spiel gegen Ochsenhausen. War alles gleich. Und da haben wir den einen Punkt gemacht. Da redet dann heute keiner mehr. Da waren wir eigentlich auch weg. Weil dann ist es normal, ne? Dass Borussia gewinnt, ist dann Genau. normal. Das ist dann normal. Aber der Fegal musste, glaube ich, 3-1 gewinnen gegen Gausi im letzten Spiel. Lag 0-1 zurück und gewann 3-1. Ja, normal war das ungewinnbar. Passiert so, eine Sternstunde. Ne? Und ja, später. Gibt ja nicht immer den einen Grund, aber ich glaube, wir haben unsere Philosophie war immer, auf Konstanz zu setzen, mit einer Mannschaft länger zu spielen. Ne? Die Leute bleiben nicht nur ein Jahr in Düsseldorf, aber jetzt ist auch ein Zeitpunkt, der Wandel, ne, ein bisschen mehr Wandel hat und ich glaube, wir brauchen auch eine Erneuerung, eine innerliche Erneuerung. Jetzt hast du das nächste Thema gerade angesprochen, Corona. Uns als kleinen Sport-Tischtennis-Fachhandel hat es extrem erwischt. Borussia Düsseldorf auch, oder? Ihr seid alles Profis. Habt ihr einen Carlsson, habt ihr einen Boll, habt ihr einen Kelberg, habt ihr die in Kurzarbeit geschickt? Ja, das können wir gar nicht, weil sie im Kern eigentlich Werbeverträge haben und nicht voll angestellt sind. Okay. Von daher hätte das jetzt gar nichts gebracht. Ja, kurz zusammengefasst auf die Profimannschaft. Das ist immer noch nicht geklärt, weil wir werden es zur neuen Saison darüber ein Gespräch führen. Die Mannschaft wird einen Solidarbeitrag zahlen. Die Mannschaft wird sich beteiligen. Alle Mitarbeiter haben sich beteiligt. Die Mitarbeiter waren ja mehrere Monate lang in Kurzarbeit. Wir sind da jetzt raus. Im nächsten Monat gehen wir Kern aus der Kurzarbeit raus. Wir beginnen ja auch unsere neue Saison. Also der ganze Verein wird sich daran beteiligen, damit wir durch diese Krise kommen. Aber man muss sich vorstellen, wir haben ja nicht nur den Geschäftsbereich Bundesliga, wir haben ein Hotel, wir haben eine Tischtennisschule, wir machen Veranstaltungen, wir machen im sozialen Bereich ganz, ganz viel mit Senioren, wir kümmern uns um Parkinson-Kranke, wir haben ein Integrationsprojekt, wir sind sehr, sehr breit aufgestellt. Wir haben in den ersten Wochen des Lockdowns ca. 300.000 Euro verloren. Und Ja, das die im werden wir auch Tischtennis, nicht ne? mehr reinholen. Dann haben wir natürlich das ein bisschen ausgeglichen durch Kurzarbeit, durch Beiträge. Aber auch jetzt wird ja auf Sicht, es wird ja so sein, wir sind voll in Arbeit, haben eigentlich mehr zu tun denn je, aber werden die Einnahmen, die wir hatten, nie mehr erzielen. Also in den nächsten 3 Jahren nicht. Ja, und da rede ich noch nicht davon, dass die Sponsoren haben uns die Treue gehalten. Aber im Hotelbereich und so weiter, da werden wir ja nicht die Einnahmen erzielen, weil derzeit keine Messen stattfinden, weil im gastronomischen Bereich wenig stattfindet. Ja, und da helfen uns auch eine Corona-Soforthilfe der NRW, die wir bekommen haben auch. Das ist super. Ich denke, der Staat, was er für Brücken gebaut hat, auch für diese Zuschauer, die wir jetzt ja nicht haben werden, auch dort gibt es dann Zuschüsse, die das so ein bisschen ausgleichen. Wir leben da eigentlich im ehrlichen Wunderland. Ne? Was in Deutschland passiert, was da möglich gemacht wird, ist ganz beeindruckend. Wir gehören nicht zu den Meckern, da riesen Respekt vor. Aber es ist eine Hilfe. Am Ende müssen wir uns aber darüber hinaus auch selber helfen und wir werden auf jeden Fall eine Menge Geld verdienen. Ja. Ja? Aber das nehmen wir im Verein zusammen, dass wir da auch zusammen eben durchkommen. Du hast gerade angesprochen, die neue Saison beginnt im September mit einem Heimspiel gegen Grenzau. Ja. Habt ihr euch früher oft genug gebettelt? Ich vermute, heute geht ihr als Topfavorit in dieses Spiel. Findet dieses Spiel überhaupt statt? Und wenn ja, wie findet es statt? Was ist mit dem Doppel am Ende? Kannst du uns da weiterhelfen? Es findet statt, also wenn alles gut geht, findet es statt. Ich meine, wir machen ja seit Wochen, haben wir viele Hygienekonzepte geschrieben. Wir sind ja am Top-Drähte zum Ordnungs- und Gesundheitsamt. Wir machen am Wochenende sogar ja, unsere Kids Open im Rahmen einer Aktion Heimatsommer. Also das ist eine Aktion, kein Turnier in dem Sinne, gibt auch keine Punkte und so weiter, kein normaler Wettkampf. Wir schaffen ja Möglichkeiten. Von daher haben wir sehr, sehr viel Erfahrung, auch im Tischtenniszentrum, weil wir haben wahrscheinlich deutschlandweit die ersten, die wieder gespielt haben. Alles unter hohen Auflagen und mit Abstandsregelungen und Hygieneregelungen und so weiter. Das kennen wir alle. Das ist professionell, sind wir da aufgestellt. Wir machen seit 1. Juni das Düsseldorf Masters. Jedes Wochenende ein Turnier.
fast jedes Zehn, Wochenende 10 oder 11 zehn, Turniere mit zehnmal den Herren, einmal Top-Leuten. Damen, ne? Genau. Ja. Und von daher dürfen wir 300 Zuschauern spielen, unsere Bundesligaspiele. Das wird natürlich nicht funktionieren. Wir können bei 300 Zuschauern die Abstände nicht einhalten. Wir haben einen Corona-Saalplan, wo eben genau dann geklärt ist, wer wo sitzt. Wir bauen die Tribünen, alle Tribünen auf, als wenn wir 1100 Zuschauer hätten oder 1200. Und dann werden wir wahrscheinlich 200 reinlassen. Aber wir sind froh, dass das geht. Wir gehören nicht zu denjenigen, die sagen, alles ist Katastrophe und die Welt geht unter. Sondern die 200 dürfen wir reinlassen. Hätte ich nie gedacht. Vor 2 Monaten hätte ich das noch nicht gedacht. Da sind wir jetzt gelandet. Da gehen wir sehr behutsam mit um, weil die Gesundheit geht vor. Aber Ja. so entsteht natürlich etwas. Klar, die Handballer, Basketballer, die haben viel größere Probleme. Die brauchen eine Halle mit 6.000, 7.000 Zuschauern, sonst können die gar nicht überleben, weil die von den Zuschauereinnahmen leben. Ja. Bei uns ist das nicht ganz so. In Nordrhein-Westfalen darf normal kein Doppel gespielt werden, also im WTTV und auch im Rheinland darf kein Doppel gespielt werden. Wie ist es in der Zwischenzeit in der TTBL? Wie sieht es da aus? Dürft ihr Doppel spielen zum Schluss, Stand wenn heute bei Qualität? spielen wir doppelt. Ich meine, das muss der Gesellschafter, das sind wir, die 12 Vereine haben sich mehrheitlich dafür ausgesprochen. Wurde auch heftig und intensiv diskutiert. Ja, es ist so, entweder, wenn es schlimmer wird, die ganze Infektionslage, gibt es bei uns natürlich auch die Möglichkeit der Testung. Das ist vielleicht beim Amateursport weniger. Das ist das eine. Das andere, es ist ja zwei Spieler, die aber im Training, die aber auch vielleicht auf der Anreise sowieso auch irgendwo mit 1 oder 2 Meter Abstand miteinander zu tun haben, die agieren dann. Das ist nachverfolgbar, sollte ein Fall auftreten. Unsere Leute sind ja sowieso hochsensibilisiert. Ich halte das Risiko da jetzt für klein. Wenn ich in einem riesen Spielbetrieb mit Tausenden von Leuten, mit ständig wechselnden Doppeln, vielleicht auch, ja, in ganz kleinen Hallen, also in anderen Situationen, ist das vielleicht ein wenig anders. Wir haben das heftig diskutiert und es gab halt, ich gehörte auch zu denen, die sagten, lass uns als kontaktloser Sport zu positionieren. Wir haben in der Playoff-Runde das Doppel auch abgeschafft, das Genau. Spielsystem geändert, aber wir hatten eben mehr als Entscheidung dafür, Doppel zu spielen und so gehen wir in die neue Saison. Sollte sich die ganze Lage ändern, dann sind wir auch noch in der Lage, diese Regel wieder zu ändern. Ja, aber so Wie planen wir. bist du privat durch die Corona-Zeit gekommen? Ich hoffe gesund, oder hast du dich irgendwo angesteckt? Nein, gesund. Wir hatten mal zu Hause so ansatzweise einen Fall von der Tochter, die Kontakt hat, da hat man wieder Kontakt haben durfte mit jemandem, der auch hier bei uns dann zu Hause war. Haben Teile der Familie sich testen lassen. Aber das war dann, die Tochter war das nicht ganz sicher, ob sie es hat, aber wir hatten weder Symptome noch, ist schon einige Monate, einige Wochen her. Toi, 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 wir hatten damit nichts. In der direkten Nachbarschaft hatten wir mehrere Fälle, direkt am Anfang. In der direkten Nachbarschaft im Tischtennis ist mir gar nicht bekannt, größerer Fall. Wir sind da gut durchgekommen. Bei mir war es ähnlich wie vielleicht bei vielen. Also erst war ich paralysiert, da habe ich irgendwie nur noch funktioniert. Wir haben rückabgewickelt. Und habe ich irgendwie so, hab mir damals am März dann irgendwie 15. März kurz bevor die Büchereien oder diese Buchhändler zu meinem Buch gekauft, weil ich dachte, jetzt werde ich nur noch lesen und bin nur noch im Garten. Buch habe ich jetzt vor 2 Wochen angefangen zu lesen. Irgendwie im Garten habe ich viel gemacht, ja, wie viele, aber ich selber hatte das Gefühl, boah, es war schon anders, aber ich war sehr viel mit den Dingen, die mit dem Verein zu tun haben, beschäftigt und habe eigentlich wochenlang auch verzweifelt überlegt, was kann man vielleicht tun, um nicht nur rückabzuwickeln, was gibt es für Möglichkeiten, was Neues zu machen. Ne? Da sind ein paar Sachen daraus entstanden, auch im Verein, mit einigen Köpfen zusammengesteckt. Wir machen ein Hilfsprojekt, wir helfen also bedürftigen Familien, haben 20.000 Euro Spendengelder eingesammelt. Das ist für mich eine Herzensangelegenheit, mache ich einen großen Teil, bediene ich diese Familien selber. Und Timo war mit dem Boot, ne? Also, ihr hattet Timo mit Die war dabei. mit dem Boot, die hat auch mitgeholfen und auch gespendet. Ne? Wir haben ein Hilfsprojekt für Indien aufgesetzt, wo viele aus unserem Club auch gespendet haben. Haben wir auch schon 2.500 Euro hingeschickt. Wir haben das Masters entwickelt. Wir haben auch eine Challenge gemacht, Borussia Düsseldorf gegen Tischtennis Deutschland. Social Media Bereich, so einiges, was für uns mal auch Neuland war, so intensiv. Auch natürlich, weil wir in enger Abstimmung waren mit unseren Hauptpartnern und sagten, naja, wir müssen für unsere Partner auch was tun. Wir müssen vielleicht kompensieren diese Dinge, die wir nicht liefern können. Keine Champions League mehr, nur noch ein Playoff-Spiel. Das war ja lange unsicher, ob wir überhaupt noch Playoff Ob spielen. ihr überhaupt play, genau, ob ihr überhaupt spielt, genau, ja. Und da haben wir halt sicherlich auch viel getan. Also wir hatten eine Medienresonanz. Ich glaube, wir waren in öffentlich-rechtlichen Fernsehen mit Masters, mit all den Aktivitäten, die wir hatten, bestimmt 10, 12 Mal. Denn wir haben für uns früh erkannt, wenn wir Meldungen rausschicken, der Sport, den gab es nicht. Es gab nichts im Sport.
Und wir haben dann das für uns genutzt. Ne? Also angefangen von die Verpflichtung von Kamal für ein paar Spiele, die lief bei RTL im Videotext. Hätte RTL irgendwas über uns geschrieben. Nie. Und dann, das war für mich so ein Initialfunke, wo wir gesagt haben, auch im Club, ne? Alex Schilling und so weiter, andere, boah, wir müssen hier ein bisschen Gas geben. Und das hat die ARAG und Butterfly sicherlich unsere wichtigsten Partner auch, glaube ich, mit Wohlwollen gedacht. Also es war eine aktive Zeit, weil es natürlich, ja, dann viel, man hat viel gelernt über Hygiene, man hat viel gelernt über Ordnung und über Robert-Koch-Institut und wie kann man Dinge entwickeln, passend machen. Und das war halt auch viel, viel Neuland, so für uns alle, um so den Kahn im Wasser zu halten. Ne? Wie gehen wir als Unternehmen auch durch Kurzarbeit? Mitarbeiter haben wunderbar mitgespielt. Wie starten wir dann wieder Arbeit? Alles Dinge, über die wir noch nie gemacht haben. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals da oder wir jemals das Tischtenniszentrum abschließen. Ja, und dann ein paar Wochen gar nicht mehr sehen. Also wir haben uns ja nur noch hier Joe und Alex zusammen und Mama dann noch getroffen im Büro, zwei zu dritt. Ja, aber die meisten haben wir dann wochenlang nicht gesehen. Ja, mit Videokonferenzen uns verbunden und erst im Mai überhaupt wieder getroffen waren. Aber die Borussia steht auf vernünftigen Beinen, Füßen und kann erfolgreich in die neue Saison starten. Ja, ich will nicht jammern. Also ich glaube, die Bombe, die kommt erst noch. Ich glaube, dass wir gut durch das Jahr kommen mit diesen Hilfen und mit unseren wunderbaren Mitarbeitern. Aber ich glaube, wir werden uns alle noch wundern, was im nächsten Jahr noch passiert. Selbst wenn alles ja ganz gut ausgeht. Denn viele Dinge, die sind jetzt nicht, noch nicht absehbar und die werden uns dann wirtschaftlich auch nahegelagert treffen. Und Sport ist ein soziales Unterfangen. Ja, da ändern sich jetzt auch schon so ein paar Dinge. Klar, es gibt einen riesen Bedarf. Wir haben auch Distanz beim Sport. Tischtennis ist da besonders, aber ich glaube auch, dass im Tischtennissport ein gewisses Sterben. Wir haben eh einen angeschlagenen Patienten, wenn ich ehrlich bin, mit diesem Sport. Und ich glaube, dass auch einige Vereine, einige Mannschaften, einige Spieler vielleicht jetzt auch sagen, boah, das brauche ich nicht. Ne? Tisch noch und mit der Maske in die Halle und bestimmte Dinge und Joggen war jetzt auch gut und ein bisschen Fahrrad fahren. Ne? Und im Winter in der kleinen Halle und so weiter und Doppel dürfen wir auch nicht mehr. Lasse ich jetzt mal. Ne? Also ich Glaubst glaube einfach, dass wir auch da weweniger Mitglieder haben werden. Die Tischindustrie massiv betroffen, die eben kaum Belege verkaufen und so weiter. Aber das wird hart. Und da rede ich noch nicht von den großen Partnern, die ja vielleicht international wird nicht viel stattfinden. Ich glaube, auf einem Horizont von 12 Monaten, wenn überhaupt was stattfindet, ja, weil diese großen Glaubst Austausche mit China, mit Russland, mit Amerika und so weiter, das wird erstmal, in diesem Jahr wird da gar nichts laufen. Ja. du, dass die Saison zu Ende gespielt wird? Persönlich jetzt, deine Meine, persönliche Meinung? ja, ich glaube ja. Ich glaube, wir würden Konzepte finden, wo wir unter Extremstbedingungen, da haben wir jetzt Erfahrung gesammelt und wir haben gut dran getan, lange zu warten. Und nicht irgendwie wie vieles schnell zu sagen, wir sagen das ab. Und wir haben viele Möglichkeiten. Also wir können uns ja rein theoretisch reduzieren auf 10 Leute, die in der großen Halle sind. Und wenn das nicht mehr geht, also ich meine, dann fliegt kein Flugzeug mehr, dann fährt keiner mehr mit der Bahn. Wenn wir das nicht mehr machen können, dann geht aber auch ein Teil der Wenn Welt unter. du sagst wir, dann meinst du die TTBL und nicht den Ja. Amateursport, richtig? Genau. Der Amateursport, das kann sein, dass es eng wird. Das sind ja so viele Probleme, die wir auch im Club haben. Wir haben 18 oder 20 Mannschaften, die am Wochenende spielen müssen. Mit einem ordentlichen Corona-Schutzkonzept ist das eine riesen Herausforderung. Da sind zwei Mitarbeiter bei uns beschäftigt. Matthias Ernst, der sich da intensiv drum kümmert, der hat da Schweiß und Tränen. Ja, also wie ich das organisiere mit rein und raus und so weiter, dass wir nicht dafür sorgen, dass mit unserer Spielerei was passiert. Die Gruppen zu Glaube ich dir. trennen und so weiter. Und wir haben tolle Bedingungen bei uns im Laden. Ja, ich rede ja davon, dass andere Vereine viel schlechtere Bedingungen haben und viel größere Herausforderungen haben als wir. Ja, und das ist natürlich heftig für die Clubs. Ich hoffe, dass sie durchhalten und den Tischtennissport weiter lieben und spielen. Jetzt habe ich noch ein paar persönliche Fragen hier an dich, wo du einfach nur eine Antwort immer geben musst. Kaffee oder Kakao? Kaffee. Bayern München oder Borussia Dortmund? Bayern München. Oh, sehr gut. Warte mal, jetzt hast du mich komplett hier rausgebracht. Instagram oder Facebook? Wo bist du? Ich bin ganz bei mir. Ich bin heute außer meine Eltern und Kinder staunen. Das ist die dritte oder vierte Instagram-Konferenz, die ich habe. Ich werde nun mal ganz großer. Aber ist nicht komplett mein Ding. WhatsApp und dann bin ich fertig. Und ansonsten rede ich gerne mit Menschen und treffe mich gerne mit denen. Aber wenn du mich Okay. fragst, dann ist ja Facebook, ich gucke da ab und zu mal drauf. Aber dann nur mal, um so ein bisschen zu gucken, alle paar Wochen, wenn ich Zug fahre länger oder so, informiere ich mich ein bisschen. Okay.
Pizza oder Döner? Pizza. Kölsch oder Alt? Sag nichts Falsches. Okay. Sehr gut. Dann bedanke ich mich. Die halbe Stunde ist schon wieder wie im Flug vergangen. Wir haben schon wieder 5 Minuten überzogen. Vielen, vielen, Ja. vielen Dank, dass du uns hier auch, wir halten uns mit diesen Instagram-Chats auch so ein bisschen am Leben, dass die Leute wissen, ey, Spin und Speed gibt es noch. Wir haben wirklich Gott und die Welt angeschrieben. Wir haben mit der Sophia Klee ging es los, die gesagt hat, sie macht mit. Sven Müller von Yola war mit dabei. Colin Heo hat mitgemacht von Grenzau, der neue Cheftrainer. Dann du natürlich, vielen, vielen Dank. Jetzt Toll, muss ich haltet durch. einmal kurz drauf zu sprechen kommen. Dieses alte, ja, Battle Düsseldorf gegen Grenzau. Wie schätzt du die Grenzauer ein? Haben die auch wieder haben die eine Boyband, so wie ihr damals? Na, noch nicht, aber mich freut, da, das freut mich total, dass die Grenze den Übergang geschafft hat. Du musst das langfristig sehen. Ich hätte vor ein paar Jahren gedacht, das Ganze ist tot irgendwann. Und jetzt hat von Manfred Gstettner, den ich sehr schätze und den ich ja viele Jahre kennengelernt, ich habe das erste Mal in Grenzau 1982 gespielt, schon Bundesliga. Das ist auch schon richtig lange her. Und jetzt macht der Olaf Gstettner weiter, ja, und sieht darin auch einen Wert, hat ein bisschen Liebe gewonnen. Ich habe ihn auch kennengelernt und schätzen gelernt als guten Kollegen und wir beraten uns auch gegenseitig. Wir haben beide eine Tischtennisschule und so weiter. Und das ist das Wichtige eigentlich, dass es da weitergeht. Da kann was wachsen, da kann was entstehen. Jetzt ist das, glaube ich, noch nicht so weit, aber es kann was entstehen. Und ich finde toll, dass es sind viele gegangen, ja, und Grenzau ist geblieben. Das freut mich sehr. Karakasewitsch ist wieder zurück. Wenn es zum Doppel kommt, ja, dann wird es eng. Oder so, der kann mit 94, wird er angebunden und spielt den Ball immer noch gut als ein Fünfter. Doppel oder Ja. Mix? Das ist dann die Frage. Genau. Andreas, vielen, vielen, vielen Dank. Dir persönlich Ja. natürlich alles Gute, beste Gesundheit, dass du irgendwann die 60 erreichst. In Was neun Jahren. bist du für ein Baujahr? Du bist 62 geboren, oder? Ja, genau. Okay. Vielen Dank nochmal. Genießt den Abend noch und ja, alles Gute und wir hoffen auf eine Saison, die durchgespielt wird. Dankeschön. Dir auch Alles alles gut. Gute. Danke Danke, fürs Andreas. Interview. Mach gut. Ciao. Tschüss. Ja. Ciao.